Pilze definieren und Leute, die sich als Pechvögel definieren. Und dann nehmen wir einen von beiden Gruppen und sagen, geh die Straße runter, geh ins Café, setz dich hin und dann haben wir unser Gespräch, unsere Konversation. Was sie ihnen nicht sagen ist, dass überall versteckte Kameras sind, auf dem Weg und im Café drin, dass vor dem Café ein Geldschein liegt und im Café drin, der sitzt neben dem Tresen, da ist so ein absolut erfolgreicher Geschäftsmann, der riesige Ideen verwirklichen kann. Glückspilz geht die Straße runter, sieht den Geldschein, hebt ihn auf, geht ins Café, setzt sich neben den Geschäftsmann. Die haben eine Konversation und geben sich ihre Visitenkarten. Potenziell kommt eine Möglichkeit raus, das wissen wir nicht. Pechvogel geht die Straße runter, sieht den Geldschein nicht, tritt drüber, geht ins Café, setzt sich neben den Geschäftsmann, ignoriert den Geschäftsmann und es war's. Am Ende des Tages fragen sie beide, wie war denn dein Tag heute? Glückspilz sagt, war super, ja, hab einen neuen Freund gefunden, hab Geld auf der Straße gefunden und potenziell neue Möglichkeiten gehabt. Pechvogel sagt nur, ja, ist nichts passiert heute. Und das ist das Spannende, dass du Leute in genau die gleiche Situation packen kannst. Pärchen, die zum genau gleichen Event gehen. Manche heute Abend werden zu dem Event kommen, einer wird rausgehen und sagen, Mensch, ich habe so eine tolle Person getroffen und tolle Gespräche gehabt und die andere wird sagen, ja, aber eigentlich langweilig. Und das ist halt das Spannende, also hoffentlich nicht in diesem Event, aber die Idee ist, dass wir im Prinzip Situationen komplett anders wahrnehmen, je nachdem wie unsere Haltung zum Leben ist und da gehen wir auch noch ein bisschen mehr drauf ein, was man da machen kann. Ja, meine Damen und Herren, wir haben natürlich auch einen 5-Euro-Schein ausgelegt, den Sie jetzt alle beim Betreten dieses Cafés verpasst haben. Also Sie können sich jetzt in die eine Ecke als Menschen zuordnet fühlen. Zu diesen Menschen, die den 5-Euro-Schein oder den Dollarschein aufnehmen, das Gespräch mit der Person führen. Braucht man eine gewisse Intuition für sowas? Gibt es irgendeine Vorbedingung? Oder ich meine, wir kommen ja alle mit einer gewissen Lebenserfahrung, mit einem gewissen Alltagsverhalten, mit bestimmten Kontexten, wie wir auf Dinge reagieren. Ist diese Art von Forschung, die ihr da betreibt, so ein bisschen nicht sehr rollenspezifisch und hat es eigentlich so das gesamte Menschsein, diese ganze Palette von Menschsein gar nicht so sehr im Blick? Wie würdest du das sehen? Das Spannende ist ja, wenn man sich Menschen anschaut, denen viel Serendipität, also aktives Glück passiert, das sind sehr verschiedene Menschen. Manche von denen sind extrem optimistisch und Leaders und out there und dann sehen die halt Potenzialität und machen tolle Sachen, weil sie im Prinzip mehr in Situationen sehen. Und dann hat man Menschen, beispielsweise meine Frau, also die absolut tollste Frau der Welt, die ab und zu, ich habe sie gefragt, ob ich über die Geschichte reden darf, aber sie ist ab und zu nicht immer positiv, aber sie hat immer Serendipität. Und das ist halt auch das, was es wirklich sehr anders macht von dieser Toxic Positivity und man muss immer alles toll und nein, das Leben ist hart, das Leben ist nicht immer einfach und wir wissen das, aber Leute wie Lexi sind extrem gut zu sagen, wie kann ich Verknüpfungen herstellen. Wenn Peter mir sagen würde, hey, oder wenn Peter Lexi sagen würde, hey, ich suche gerade nach einem Autor, der mehr so im Klimawandel macht, geht die direkt durch, wen kenne ich, ah ja cool, ich stelle dir eine Person vor. Oder sie bringt eine Idee rein und sagt, da habe ich gestern was in der Süddeutschen gelesen, stelle ich dir direkt dann die Idee mit rein und schicke ich dir eine E-Mail. Der Punkt ist der, dass das Schöne ja ist, und da kommt ja diese ganze Idee der Neuroplastizität her, dass man sein Gehirn im Prinzip, wenn man das probiert, also wenn du dir beispielsweise sagst, in den nächsten 10 Konversationen, die ich habe, bringe ich einfach mal eine Idee rein oder eine Vorstellung zu einer anderen Person. Und wenn man das ein paar Mal macht, dann gewöhnt sich das Gehirn mehr und mehr daran, Verknüpfungen zu sehen und dann macht man es irgendwann automatisch. Und das ist halt das Spannende, dass natürlich, wir haben alle irgendwelche Vorformen, also wir haben irgendwie verschiedene natürlich Kindheiten, verschiedene Bedingungen, die uns ein bisschen prägen und da ist natürlich viel dran. Und gleichzeitig gibt es eben viele Strategien, die wir alle benutzen können, selbst wenn wir vielleicht noch nicht ganz da sind, wo man diese Serendipität öfter haben kann. Du bist ja in dem Buch jetzt sehr systematisch rangegangen und beschreibst, es gibt verschiedene Formen von Serendipität. Nehmen wir mal eine, diese Archimedes-Serendipität. Also ich habe plötzlich, öffnet sich ein Weg für die Lösung eines Problems. Wer ist jetzt sozusagen der Dot-Verknüpfer?
Ist es nicht sozusagen die Kontextualität der Welt, die das dann dir offenbaren kann? Oder sprich, du nennst es Auslöser, oder wie kann der Mensch diese Punkte tatsächlich erkennen? Ja, es ist spannend, weil im Prinzip... Also gerade für diese Archimedes-Lösung, weil wir kennen das ja. Ja. Wir nagen, weiß ich nicht, Tage, Wochen an einem Problem rum, es löst sich nicht und so weiter. Und plötzlich gibt es diesen Moment, ja, wo sich irgendwo ein solcher Weg öffnet und es klappt dann. Was passiert dann da genau? Was sind da eure Ergebnisse in eurer Forschung? Das Spannende ist ja, also eine der Kernprämissen unserer Forschung ist ja, also wir haben uns hunderte von Beispielen angeschaut von Serendipität und eben die Forschung, die in verschiedenen Feldern existiert und haben überlegt, was ist denn anders bei diesem aktiven Glück, bei der Serendipität, als beim kind of blinden Glück. Blindes Glück ist ein Event, da ist einfach was passiert und das war's und dann ist es halt da. Serendipität ist ein Prozess, wo im Prinzip, da ist was Unerwartetes, aber dann kommt es auf unsere Reaktion an. Wir müssen die Punkte verknüpfen, was damit machen. Vielleicht ein Beispiel. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist die Kartoffelwaschmaschine. Ja? Wo bei der Kartoffelwaschmaschine vor ein paar Jahren, Firma in China, die produziert Waschmaschinen und so weiter, und die haben Anrufe gekriegt von Bauern. Und die Bauern haben denen gesagt, eure blöde Waschmaschine geht immer kaputt. Warum geht die Waschmaschine kaputt? Wir probieren unsere Kartoffeln drin zu waschen und es geht irgendwie nicht. Was würden wir normalerweise sagen? Zerstör meinen Plan nicht. Mein Plan ist, dass du deine Kleider da drin wäschst, also wasch deine Kleider da drin. Die haben das Gegenteil gemacht, haben gesagt, okay, das ist unerwartet, aber es gibt ja wahrscheinlich viele Bauern auf der Welt, die das gleiche Problem haben. Also warum bauen wir nicht einen Schmutzfilter rein und dann wird es halt eine Kartoffelwaschmaschine. Der Punkt hier ist der, dass wenn du Archimedes, die Idee war ja bei Archimedes, der König hat ihm gesagt, hier ist die Krone, sag mir, ob da Gold drin ist. Und Archimedes hat keinen Weg gefunden. Und dann hat sich Archimedes ist in die Bäder gegangen und hat gesagt, okay, dann relax ich halt jetzt erstmal und chill und was auch immer. Setzt sich, gleitet ins Wasser rein und dann merkt er, ah ja, wie das Wasser sich teilt, hängt ja davon ab, wie viel die Krone wiegt. Und hat dann eben diesen Eureka-Moment, wo er sagt, ah, jetzt weiß ich, wo man das Problem löst. Das Spannende ist, dass Unternehmen wie Haier oder andere Unternehmen, die beispielsweise einen gewissen Orientierungssinn haben, also wo man weiß, okay, wir wollen beispielsweise, wenn ich Haier bin, mir geht es nicht darum, eine Waschmaschine zu produzieren. Mir geht es darum, Leuten im Haushalt zu helfen. Also, wenn jetzt eine Kartoffelwaschmaschine bei rauskommt, dann kommt halt eine Kartoffelwaschmaschine raus. Und das Spannende ist halt, die Punkte zu verknüpfen ist einfacher, wenn man so einen Orientierungssinn hat, wo man hin möchte. Aber es ist eben auch oftmals natürlich was komplett so passiert wie bei der Liebe. Wo im Prinzip, die Liebe ist ja eher so der Blitzschlag, ja, wo man hier heute Abend vielleicht auch irgendjemand, wenn sie Leute treffen, wo auf einmal es passiert. Und es ist ja dann eine andere Form der Serendipität auch, die man da hat. Ihr habt jetzt für das Buch und für eure Forschungen viele CEOs, Lenkerleiter von Unternehmen befragt, warum sie in bestimmten Momenten die richtigen Punkte miteinander verknüpfen und die dann später als richtig oder die richtigen Entscheidungen treffen. Das ist eine sehr ausführliche Forschungsarbeit, glaube ich, die ihr da geleistet habt, auch international. Was sind eure Ergebnisse? Würdest du uns da ein bisschen Einblick geben in diese Forschung? Es ist spannend, weil also was wir gesagt haben war, okay, wir wollen uns anschauen, was sind Großunternehmen, die probieren auch ein bisschen mehr soziales Engagement zu haben, die probieren ein bisschen mehr auch wirklich in der Umwelt zu machen. Viele von denen sind noch nicht da, viele von denen wollen dahin gehen, aber wir wollten einfach verstehen, was macht dann Leute erfolgreich, wenn sie Großunternehmen leiten und dann irgendwie auch probieren, ein bisschen mehr zu pushen, was der Gesellschaft helfen könnte. Und haben uns mit denen hingesetzt und gesagt, okay, was ist es wirklich, was hier der Unterschied ist? Und eine Sache, wo die extrem gut drin sind, wo ein Muster sich gezeigt hat, ist, dass sie das Unerwartete in die Planung mit aufnehmen. Dass sie im Prinzip sagen, ich sage nicht, wir planen entweder oder wir gehen mit dem Zufall und dem Flow und dann lässt man sich treiben, sondern wir sagen, wir wissen, dass man planen muss, weil Planung hilft uns, Prioritäten zu setzen. Es hilft uns, mit Leuten zusammenzuarbeiten und Leute auch ein gemeinsames Ziel zu haben. Und dann gleichzeitig wissen wir auch, dass der Zufall passieren wird und deswegen müssen wir uns darauf vorbereiten. Was meine ich damit? Beispielsweise Ajay Banga damals bei Mastercard. Mastercard vor ein paar Jahren
war eine Finanztransaktionsmaschinerie, wo Leute gesagt haben, okay, das ist eine tolle Technologie-Company, aber wo ist hier der Einfluss? Passiert nicht viel. Und hat Ajay Banga gesagt, okay, lass uns 500 Millionen Leute, die vorher nicht im Finanzsystem waren, ins Finanzsystem reinholen, damit wir jetzt auch ein bisschen mehr von einem sozialen Impact hier haben und dass natürlich dann die Mitarbeitermotivation hochgeht und ein paar andere Sachen natürlich auch. Was er dann gemacht hat, war zu sagen, okay, das ist unser Orientierungssinn. Hier ist eine Strategie, hier ist ein Plan. Aber ich sage euch jetzt schon, dass wenn uns Hilde in Hildesheim sagt, dass wir unsere Strategie anpassen sollten, weil das Produkt bei ihr nicht funktioniert, dann passen wir es an und das ist Teil des Plans. Und ich glaube, diese Idee, dass man sagt, meine Autorität kommt nicht davon, dass ich alles weiß. Es geht nicht um Gewissheit, es geht um Klarheit. Und ich glaube, das ist ein riesiger Unterschied, den wir bei solchen Leaders sehen, die sagen, ich werde dich nicht anlügen. Es ist ja eine Lüge zu sagen, ich weiß genau, was in 2 Jahren passiert. Aber wenn ich dir sage, in 2 Jahren möchten wir hier sein, hier ist eine Strategie, aber wenn wir lernen, dass Leute was anderes brauchen, dann passen wir es an. Und eine Strategie, die ich da immer super spannend finde, ist einfache Fragen, weil wir sind ja alle Fans von, wir haben alle so viel zu tun, wir wollen nicht noch mehr auf den Tisch haben. Deswegen bin ich ein riesiger Fan von einfachen Sachen, wie einfach mal im wöchentlichen Meeting fragen, hat dich irgendwas letzte Woche überrascht? Und dann sagt dir auf einmal jemand, hat mich überrascht, dass unsere Kunden die Waschmaschine ja anders benutzen, als wir es gedacht haben. Und einfach so dieses unerwartete Legitimisieren als Teil unserer Operation, als Teil des Plans, dann werden auch so Sachen nicht versteckt, sondern sie werden auch direkt artikuliert. Und da gibt es natürlich viele Wege, das zu machen. Das finde ich interessant. Das heißt, ich muss offen sein, einfach auch die Andersheit des anderen, aber das Unerwartete einer Situation mit aufnehmen zu können. Diese Leute, nennen wir sie jetzt mal allgemein CEOs, das werden andere auch können, haben offenbar eine bestimmte Fähigkeit, das zuzulassen. Also ständig diese Offenheit zu praktizieren, aber irgendwann muss ich ja auch entscheiden. Das heißt, ich kann ja nicht, du hast es gerade angesprochen, ständig sozusagen alles aufnehmen, durch die Welt laufen. Ich muss ja auch irgendwann entscheiden. Wann genau weiß ich, dass dieser serendipe Moment jetzt gekommen ist und ich jetzt auch etwas tun muss, etwas entscheiden muss? Ja, ist eine spannende Frage im Prinzip des Filters. Also wie filtere ich auch Momente, die relevant sein könnten, die sinnvoll sein könnten, versus Sachen, die einen vielleicht ablenken und die einen wegtreiben von, wo man eigentlich hin möchte und so weiter. Und da auf dem individuellen Level ist ja spannend, dass im Prinzip, wenn man sich anschaut, wie Leute wirklich Entscheidungen treffen, es ist ja oftmals, man macht eine Bauchentscheidung und dann fragt man einen Berater, kannst du mir einen Grund geben, warum ich die Entscheidung getroffen habe? Und da ist im Prinzip oftmals diese Postrationalisierung natürlich, dass man im Prinzip, man macht danach ein paar Gründe, warum man eine Entscheidung getroffen hat, aber im Prinzip hatte man oftmals halt ein Gefühl und ist dem Gefühl gefolgt. Und das Spannende ist halt, was wir gesehen haben bei Leuten, die interessante Entscheidungen treffen, in Anführungsstrichen gute Entscheidungen treffen, dass die so ein reifes Bauchgefühl haben, wo sie einfach Muster gesehen haben, sie haben Patterns gesehen und haben sich dann ein bisschen mehr auch im Prinzip vertraut, dass ihnen der Bauch was sagt, was Sinn macht, aber dass sie das auch immer checken mit dann, okay, macht das Sinn, brauche ich noch mehr Informationen und so weiter. Und ich denke, das finde ich spannend, also ich arbeite viel mit Studierenden und bei Studierenden ist es interessant, wirklich so daran zu arbeiten, wie kann man dieses Vertrauen und dieses Alignment schaffen zwischen in den Bauch reinhören, aber dann dem Bauch nicht zu sehr zu vertrauen, wenn es aus Angst kommt, weil oftmals meine schlechtesten Entscheidungen kommen davon, als ich fight or flight, ich will aus der Situation raus, fast bankrott und so weiter und so weiter. Und dann macht man ja Entscheidungen, die nicht unbedingt die besten sind, versus wenn du ein reiferes Bauchgefühl hast, dann sagst du, okay, lass mich reinhören, lass mich verstehen, was es ist, aber dann lass mich erstmal drüber schlafen und sagen, was mache ich damit morgen und rede noch mit ein paar Leuten und so weiter und so weiter. Und ich denke, das ist spannend, auch auf dem Unternehmenslevel zu überlegen, was sind denn Filter, die uns sagen, etwas könnte sinnvoll sein oder nicht. Und bei Pixar beispielsweise, eines der kreativsten Unternehmen der Welt, die haben beispielsweise so Sachen wie Brain Trusts gehabt, wo die Idee ist, wenn interessante, unerwartete Ideen oder unerwartete Sachen kommen, ein paar Leute gucken sich das einfach kurz an und sagen, ah, interessant, okay, macht Sinn gerade, oder packen wir auf den Parkplatz, machen wir später. Aber es gibt eben einen Mechanismus und das ist ja das Problem in vielen Unternehmen, dass die immer sagen, komm mit neuen Ideen, gib uns neue Ideen, dann kommen Leute mit neuen Ideen und keiner macht was damit. Das ist ja noch deprimierender. Da hätte man lieber nicht für Ideen gefragt, weil jetzt hat jeder das Gefühl, die werden sowieso nicht gehört. Und ich denke, diese Ability, dass man einbaut und sagt, okay,
wir haben einen Mechanismus, der uns erlaubt, was damit zu machen. Das ist eben auch was auf dem Organisationslevel, wo man diese Filter einbauen kann. Aber normalerweise ist es im Unternehmen ja so, dass Serendipität doch gar nicht gelebt wird. Es ist doch eher Hierarchie, Planung, Kontrolle. Der Chef gibt vor und es geht top-down. Die Prozesse laufen andersherum. Das Zulassen von Offenheit, von freier Entscheidung, einem freien kreativen Spiel der Kräfte und Ideen ist doch normalerweise, zumindest in deutschen Unternehmen, doch nicht die angesagte Situation. Oder täusche ich mich? Ja, ist ja interessant. Es gibt ja immer die offizielle Story. Ja. Ja? Also wenn der CEO in den Boardroom kommt und sagt, das war mein Plan, dann habe ich genau das gemacht und dann ist genau das passiert. Genau. Und jeder in dem Raum sagt, yeah, vielleicht. Ja, vielleicht. Ja. Und so diese Idee, dass, und darum geht es uns auch eben in der Arbeit, zu sagen, wir können alles so tun, als ob wir alles wissen und wir können alles so tun, als ob es alles eine gerade Linie ist. Oder wir können ein aktives Vokabular kreieren, wo man sagt, eben ein CEO wie ein Ajay Banga, der dann sagt, okay, ich habe einen Plan gehabt, dann habe ich eine Kultur und ein Mindset kreiert, was es wahrscheinlich macht, dass wir noch bessere Sachen finden. Und dann jetzt haben wir einen Plan angepasst und haben einen noch besseren Plan. Und ich glaube, das ist halt das Spannende, wegzukommen von dieser Idee, dass wenn man geradlinig geht, dass das dann die beste Lösung ist. Nein, es ist die Lösung, die vielleicht vor 2 Jahren gut aussah, aber es heißt ja nicht, dass es jetzt noch die beste Lösung ist in der Welt, die sich so schnell ändert. Was meine ich damit? Stell dir vor, du bist in Covid, hast eine Brauerei und sagst, ja, wir wollen die tollste Brauerei in München sein und ihr habt ja die tollsten Brauereien in München. Ja? Und dann passiert Covid und Restaurants machen zu und was machst du als Brauerei? Und dann manche Brauereien beispielsweise in Ländern von Kambodscha bis USA haben gesagt, okay, hey, dann nutzen wir den Alkohol, den wir haben und produzieren Desinfektionsmittel. Und jetzt können wir ein großes Desinfektionsmittelsortiment machen, weil wir im Prinzip ja die Fähigkeiten schon haben, was mit Alkohol zu machen. Also der Punkt ist hier der, dass wenn du jetzt festgefahren bist und sagst, nein, wir sind eine Brauerei, wir müssen immer eine Brauerei sein, dann war das vielleicht vor 2 Jahren das Beste, als die Welt noch anders aussah, aber jetzt sieht die Welt anders aus. Und ich denke, das ist halt so dann die Ehrlichkeit, die man mit reinbringt, zu sagen, das Leben ist nicht immer linear und es ist okay. Und das ist das, was im Prinzip meine Hoffnung ist, auch mit dieser Arbeit zu sagen, es ist okay, dass das Leben nicht immer nur perfekt ist. Es ist okay, dass wir nicht immer alles wissen und es ist okay, dass man das auch legitimisiert im Unternehmen. Und ich denke, wenn dann Leute anfangen, ich finde es immer absolut spannend, wenn du in ein Unternehmen reingehst und am Anfang Leute fragst, die erzählen dir eine ganz geradlinige Geschichte. Und dann, wenn sie Vertrauen aufbauen und dann sagen sie irgendwann nach dem 3. Glas Rotwein, ja, eigentlich, ja, doch, also war ja eigentlich eher, dass da so ein bisschen zufällig, dann habe ich die Person des gleichen Bewerbungsgesprächen. Bewerbungsgespräche ist ja immer, dass dann kommt man rein und sagt, dann wollte ich das machen und dann wollte ich mich umorientieren und dann wollte ich das. Ja, oder vielleicht bist du in Peter reingerannt und der Peter hat es gesagt, ich habe einen Job für dich in einer anderen Position und du wusstest gar nicht, dass du da irgendwie landen würdest. Und sobald wir da ein bisschen ehrlicher drüber werden, können wir eben unseren Kindern auch mehr auf den Weg geben, weil wir denen sagen können, du musst nicht immer alles wissen. Du solltest so viel wie möglich planen, aber bau auch deinen Muskel fürs Unerwartete und es ist okay, weil so die Welt im Prinzip ist. Und ich denke, das ist, wir haben vorhin über das Schulsystem geredet, ich wurde damals aus der Kreativität heraustrainiert, weil du im Prinzip gesagt wird, lerne das, werde ganz spezifisch. Und es kann natürlich wichtig sein, ja, dass man tiefen Expertise hat, aber dieses Mindset, dass man sagt, ja und, vielleicht ändert sich die Welt einfach in dem Falle, dass ich anders denken muss. Und ich denke, dieses Mindset, deswegen wird es so wichtig. Aber es gibt, was wir in Bayern Dusel nennen, es gibt es ja auch noch. Also dieses Glücksereignis aus heiterem Himmel, dieser Lottogewinn, weil das werden wir ja nicht sagen können, das Connect the Dots und du hast 6 Richtige im Lotto. Ich glaube, soweit würde dieses Buch und der Autor nicht gehen. Aber wie ist denn das mit diesem Dusel? Mir fällt jetzt gar nicht so das richtige hochdeutsche Wort ein, aber wie ist das in deinem Buch, wie ist das in deiner Argumentation verarbeitet? Ja, es ist spannend, also selbst mit dem Lotto, ja, wenn du mehr Lotterietickets kaufst und so weiter und wenn du den Lotterieinhaber, also du kannst ja auch da deine Möglichkeiten erhöhen, weil es ja eine Wahrscheinlichkeitsfunktion ist und Wahrscheinlichkeiten kannst du erhöhen in solchen Sachen, aber völlig zu deinem Punkt, worum es ja wirklich geht, ist zu sagen, dass im Endeffekt, wenn wir über Serendipität, aktives Glück sprechen, sprechen wir über Wahrscheinlichkeit. Wie können wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass positive Zufälle passieren? Und vielleicht ein Beispiel, die Hakenstrategie.
Hakenstrategie ist einer meiner absoluten Lieblingsstrategien, wo es darum geht zu sagen, wie kann man in Konversationen nicht nur auf einem Level stehen bleiben, so nach dem Motto Autopilot, wenn mich jemand fragt, was machst du so beruflich? Ich bin Journalist. Ah, okay. Ja, wie ist das Essen? Und dann im Prinzip, also so auf einer Ebene bleiben, versus zu sagen, was Olly Barrett beispielsweise macht, der ein toller Unternehmer in London ist, wenn du den fragen würdest, was machst du so beruflich? Der würde sagen, ich habe ein Unternehmen im Bildungssystem, interessiere mich gerade für die Philosophie der Wissenschaft, aber eigentlich spiele ich gerne das Klavier. Und natürlich würde das subtiler sagen, der würde es nicht einfach auf dich draufschmeißen, sondern würde es einbauen. Aber worum es geht, ist es zu sagen, dass er im Prinzip dir drei verschiedene Haken gibt, wo du sagen könntest, Mensch, so ein Zufall, unser Boss, der hat am Freitag Klavier-Sessions, komm doch mal vorbei. Mensch, so ein Zufall, meine Schwester unterrichtet an der LMU über die Philosophie der Wissenschaft, gib doch mal eine Gastrede. Also wir können im Prinzip die Wahrscheinlichkeit erhöhen von diesen unerwarteten Überschneidungen zwischen uns, wenn wir Menschen die Möglichkeit geben, verschiedene Sachen auszuwählen versus eine Sache auf sie drauf zu pushen und dann zu hoffen, dass es irgendwie fliegt. Und da gibt es halt viele Strategien, das zu machen. Also auf der einen Seite diese Idee, wir können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass positive Zufälle passieren, weil es im Prinzip eine Wahrscheinlichkeitsfunktion ist. Aber auf der anderen Seite auch, wir können besser werden, in unerwarteten Momenten den Momenten Sinn zu geben. Beispiel. Nehmt an, ihr seid in einem, weiß nicht, ob wir uns hier duzen, in Berlin haben wir uns alle geduzt, in München sieht man sich, duzt man sich, Finger hoch, duzt, ja? Es okay, kommt drauf an. Super, kommt drauf an, aber ich duze jetzt einfach mal und dann die Anklagen kommen dann später. Wir haben ja Rechtsanwälte wahrscheinlich, die dann hier direkt... Nee, es sind einige Anwälte da, die haben das schon. Guck mal, genau, aber und stellt euch vor, ihr seid in einem Café oder im Leutbold, ja? Wo 15 tolle Veranstaltungen nächste Woche sein werden, die wir auch herzlich empfehlen, und wo ihr im Prinzip seid und auf einmal schmeißt ihr hier das Bier um auf die Person neben euch, die ihr nicht kennt. So, das ist ja jetzt erstmal ein Unfall, ja, und die Person kennt ihr nicht und mit der Person habt ihr nicht geredet. Nehmt an, das ist auf dem Weg nach draußen, ja, das heißt, ihr wolltet gerade rausgehen. Die Person guckt euch ganz böse an, aber ihr habt so das Gefühl, da könnte was sein. Ja, die Person guckt mich böse an, aber ist da was in dem Moment? Und jetzt hast du ja verschiedene Optionen. Eine Option ist, du gehst nur raus und denkst dir, was hätte passieren können, hätte ich mit der Person gesprochen? Und eine andere Option ist zu sagen, hey, lass uns eine Konversation anfangen und es wird die Liebe meines Lebens oder meine nächste Mitgründerin oder mein nächster Verleger. Und das ist halt der Punkt, dass man im Prinzip, wie man mit dem Unfall umgeht, mit dem Zufall, gut oder schlecht, das ist eben auch, was wir lernen können. Und das ist halt im Englischen, ist es ja dieses schöne, you can make accidents meaningful or you can create meaningful accidents. Und beides ist im Prinzip Serendipität. Und du hast über den bloßen Zufall gesprochen. Der bloße Zufall, dieses bloße blinde Glück, ist ja im Prinzip wirklich was, wo man keinen Einfluss drauf hat, was einfach so passiert. Und da kommt sehr viel soziale Ungleichheit her. Und ich denke, das ist halt wichtig auch zu sehen natürlich, dass Menschen komplett verschiedene Ausgangspositionen haben, wie viel Glück ihnen passieren kann und dass viele Leute auch in Unglücksspiralen sind. Also beispielsweise viel unserer Arbeit ist in kompletter Armut, also beispielsweise Vororten von Nairobi oder Vororten von Kapstadt, wo Menschen überhaupt nichts haben. Und wenn du da den Job verlierst, dann verlierst du vielleicht die kleine Hütte, die du hattest. Dann verlierst du direkt, wenn du irgendwas hattest jemals, was dir Healthcare gegeben hast, verlierst du direkt. Und so eine Unglücksspirale, da kannst du ja Leute nicht für verantwortlich machen. Und das ist halt wichtig, glaube ich, dass wir, wenn wir über solche Sachen reden wie aktives Glück, auch immer drüber nachdenken, wie können wir aktives Glück für andere schaffen, die vielleicht nicht ganz so privilegiert sind. Und da können wir auch gerne noch drüber reden. Also in Bayern wäre jetzt eine typische Serendipitätsgesprächseröffnung an einer Bar. Der eine sagt, und? Der andere, ja. Und dann, passt schon. Also ich glaube, dass daraus jetzt kein hoher Serendipitätsquotient entstehen würde. Aber jetzt nochmal nachgefragt, braucht es letztlich diese aktive, offene, kommunikative, soziale, dieses, ich nenne es jetzt mal, dieses urbane Getöse, damit auch aus den Möglichkeiten so etwas wie ein Dot, den ich dann mit etwas anderem verbinden kann? Oder gibt es tatsächlich Menschen, so wie ich, eher zurückhaltend, scheu, ruhig, die
eher nicht so landen mit der Serendipität? Oder anders gefragt, das Schlimmste, was man an einer Bar machen kann, zu der Person, die neben einem sitzt, ist, und was machst denn du so? Das ist ja eigentlich der schlimmste Satz, den es gibt. Also wie würdest du es einordnen? Muss man so ein gewisses Training machen, so eine gewisse Grund-Serendipitätsfähigkeit haben? Oder kann es hier jeder? Das ist ja das Spannende. Also ich bin auch ein heimlich Introvertierter, dass Leute immer denken, ich bin extrem extrovertiert, weil man macht halt ein Event oder bringt Communities zusammen und dann geht man für 3 Stunden und setzt sich irgendwo hin und nimmt sich die Energie zurück. Also diese Spikes of Extroversion, die kommen und dann erstmal wieder runter. Viele Leute, die Communities bilden, habe ich festgestellt, wir haben uns mal darüber unterhalten, dass viele von uns das haben, dass wir im Prinzip sehr introvertiert sind, aber in einer Welt von Extrovertierten gelernt haben zu überleben und im Prinzip so dann diese Extrovertiert-Spikes haben. Und da gibt es sehr viel Hoffnung für Introvertierte. Und drei Hoffnungen gibt es für Introvertierte, für die Serendipität. Eine Hoffnung ist, dass, nehmen wir an, du sitzt an der Bar, wo die andere Person ist, und die Person liest jetzt die Süddeutsche und dann liest sie in der Süddeutschen über irgendwie eine neue Sache und denkt, meine Güte, da könnte ich ein Unternehmen draus bilden. Also die Idee, dass oftmals aus ruhigen Quellen Serendipität kommt, wenn wir was lesen, wenn wir was anschauen und dann die Punkte verknüpfen. Das heißt, es kann Solitude sein, es kann ganz alleine sein, da brauchst du keinen anderen für. Zweitens sitzt du neben der Person. Und wenn du jetzt die Hakenstrategie schon ein bisschen ausprobiert hast für dich, was sich authentisch anfühlt, weil das ist ja das Wichtigste, dass man es nicht irgendwie so too much oder irgendwie, es ist ja auch, kommt auf den Kontext an. In Amerika schmeißt du 6 Haken rein direkt, in München haben wir, glaube ich, diskutiert gestern einen halben oder, nee, in Hamburg einen halben und in München einen oder so. Mhm. Aber im Prinzip, der Punkt ist ja der, dass man natürlich sich auf den Kontext einlässt, aber eben auch schaut, was ist für mich authentisch. Also wenn ich beispielsweise mich wohler fühle, dass ich beispielsweise einer meiner Sachen, die mir wichtig sind, ist, dass ich gerade eine Tochter hatte und sehr viel über Erziehung lerne. Und jeder, der im Raum ist und der mir Tipps geben kann, wie ich ein toller Vater sein kann, bitte, ja, komm zu mir. Und das baue ich dann auch immer ein, weil mir das wichtig ist. Und wenn du das vorher weißt, dass das Sachen sind, die dir wichtig sind, und jetzt diese Person, die dich dann belästigt und sagt, was machst denn du so, ja, dass die Person, zumindest kannst du jetzt 3 Sachen machen, zumindest die du, wo du schon das Gefühl hast, zumindest geht es vielleicht dann in eine Richtung, die du auch interessant findest, versus in irgendeine Richtung, wo du nicht hin willst. Zweiter Punkt. Und dritter Punkt, glaube ich, vor allem in Teams ist, wie können Introvertierte mit der Superpower von Extrovertierten auch arbeiten? Also beispielsweise nehmen wir an, du hast gerade das neue Kursbuch rausgegeben und willst, dass mehr Leute darüber lernen und gehst abends zu einem Dinner, dann sprichst du vielleicht kurz mit dem Host und sagst, hey, wir haben gerade das neue Kursbuch raus, wolltest dich nur wissen lassen, falls du kurz Leuten auch ein bisschen erzählen willst. Und dann geht die Person, die freuen sich ja immer, wenn sie was zu erzählen haben, dann können sie rumlaufen und über das Kursbuch erzählen. Also der Punkt ist der, Kursbuch, by the way, tolle Sache natürlich, die du da machst, also kann man ja auch reinbringen, aber im Prinzip die Idee, dass Introvertierte auch mit Extrovertierten arbeiten können. In Teams beispielsweise ist es oft so, dass du den Extrovertierten hast, der rausgeht und dann der Introvertierte auch ein bisschen hilft, zu reflektieren damit und so weiter. Also gibt es tolle Komplementaritäten auch. Also ich probiere das jetzt gleich mal aus. Meine Damen und Herren, heute ist tatsächlich das neue Kursbuch erschienen. Es heißt Alles kein Zufall. Ist natürlich kein Zufall, dass es heute erschienen ist und Christian hier ist. Sie Nummer 211. Und jetzt könnte ich eigentlich so ein Gespräch, so Haken auswerfen. Ich könnte erzählen, wer in dem Kursbuch alles schreibt, was die so für Thesen haben, ein bisschen über Armin reden. Und schon hätten wir, und daraus würden sich sozusagen weitere Möglichkeiten, Möglichkeitsräume. Das ist der Hintergrund der Hakenstrategie. Und das fasst du ja in dem Buch zusammen in dem sogenannten Serendipitätsquotient. Was meinen Co-Herausgeber Armin Nassih so beeindruckt hat, dass er diesen Test gemacht hat. Und ich will jetzt nicht über das Ergebnis reden, aber erzähl doch mal, was dieser Serendipitätsquotient genau ist. Worum es geht, ist im Prinzip zu sagen, es sind ein paar Fragen, wo man probiert festzustellen, bin ich jemand, der sich für die Serendipität einlässt? Also bin ich jemand beispielsweise, eine Kernsache, dass man mehr Serendipität hat, als beispielsweise, dass man Sachen ab und zu in Frage stellt, dass man ab und zu mal warum fragt.
Ja, also viele der Führungskräfte beispielsweise, mit denen wir arbeiten, die sind extrem neugierig. Die fragen viele Fragen. Die fragen einfach mal, wenn sie in eine Fabrik gehen, warum macht ihr das eigentlich so? Warum nehmt ihr an, dass wir das Fließband brauchen, obwohl eigentlich wir das auch irgendwie auf einem anderen Weg machen könnten und so weiter. Also, und das sind halt so Sachen, wo aus der Forschung haben wir gesagt, okay, was sind dann so die Indikatoren, die es wahrscheinlicher machen, dass Serendipität passiert? Und dann haben wir die ganzen Fragen runtergeschrieben und haben gesagt, okay, jetzt kannst du als Individuum den Test machen, kriegst dann deine Punktezahl, kannst dann die Prozentzahl auch rausfinden und dann damit, was du machst, ist, es geht überhaupt nicht darum, dass du dich mit anderen vergleichst, da geht es überhaupt nicht darum. Es geht darum, dass du nach ein paar Wochen den tollen Effekt hast, dass wenn du die Hakenstrategie ein bisschen benutzt, ab und zu mal offenere Fragen stellst, nicht die, was machst du so, sondern vielleicht nach einer Präsentation, was fandst du interessant über die Präsentation oder irgendwas, was halt offenere Fragen sind, dass dann nach ein paar Wochen die Punktezahl extrem hoch geht. Das heißt, du vergleichst dich eher mit dir selber und wie du nach und nach mehr und mehr Potenzial für Serendipität hast. Und das hat mich immer sehr fasziniert. Also ich habe am Anfang immer gedacht, und wir hatten ja auch mal die Konversation, dass es ein Buch wäre, was für Leute ist, die intuitiv schon sehr viel Serendipität kultivieren. Und dass es ein Buch für die ist, die dann eben ein Vokabular kriegen und vielleicht noch ein paar mehr Strategien. Was ich aber spannend fand, war, dass genau die Leute, die vielleicht am Anfang sagen, ja, aber das bin ich ja nicht oder ja, das kann man sowieso nicht ändern, ich bin ja so, wie ich bin, dass bei den Leuten der größte Wandel passiert, weil es im Prinzip eine komplett andere Einstellung wird. Und was ich da gesehen habe, beispielsweise ein Kollege von mir in London, ein eminenter Professor, der hat vor ein paar Jahren, als ich anfing mit der Arbeit, meinte er, well, Christian, ich mag dich, mag deine Arbeit, aber wozu brauche ich denn das? Ja, ich hab doch meine Familie, ist doch schön, ist doch toll, ich habe doch einen tollen Job, wozu brauche ich denn das jetzt? Und dann haben wir einen Deal gemacht und haben gesagt, okay, mach ein paar Sachen mal anders. Setze ein paar Haken über die Sachen, die dich wirklich interessieren und nicht nur der Autopilot, wenn du zu Event gehst, immer so das Gleiche runterrasseln, sondern was sind denn Sachen, die dich wirklich interessieren und bring die einfach mal so ein bisschen rein. Frag mal ein paar offenere Fragen und dann sehen wir uns in ein paar Wochen. Der kommt nach ein paar Wochen zurück und meint, Christian, ich wusste gar nicht, dass das Leben so joyful sein kann, so freudig sein kann. Ja? Und das war halt das, was für mich so auch so ein Wendepunkt war, zu sagen, genau Leute wie er sind genau die Leute, die ich erreichen möchte, weil die Lebensfreude, die davon kommt, wir leben in einer Welt, wo so viel Unsicherheit ist, wo so viel Ungewissheit ist, dass das Unerwartete immer der Feind ist. Aber wenn man sieht, dass das Unerwartete auch oftmals eine Quelle von nicht nur Innovation sein kann, sondern von Liebe, von neuen Ideen, von sinnvollen Beziehungen, wenn man gegenseitig halt mal irgendwie einen Kaffee runtergeschmissen hatte. Ja? Ich sage jetzt nicht, dass man das machen sollte, also überhaupt nicht. Ja? Das ist keine Strategie, es ist nur, wie man damit umgeht. Aber wenn man dann eben mal sieht, dass oftmals dann genau die Momente, vor denen man vielleicht Angst hat, die Momente werden, wo man auch die sinnvollsten und sinnstiftendsten Beziehungen entwickeln kann, weil man vielleicht mal die Guard ein bisschen runterlässt und nicht immer so, ich muss perfekt sein. Und das sind ja auch die Momente dann, und das ist halt das Wichtige, wo dann man sieht, das Leben ist nicht nur, es geht nicht nur darum, in Routinen zu sein, es geht nicht nur darum, immer das Gleiche zu machen, sondern auch Lebensfreude zu finden. Und das ist wirklich die Kernbotschaft des Buches auch. Wir reden nicht über Toxic Positivity, wir reden nicht darüber, dass ihr alles einfach so in die Welt packen könnt. Wir reden über rationalen Optimismus im Sinne von Viktor Frankl, im Sinne von zu sagen, wir können uns nicht immer die Situation aussuchen, aber wir können uns die Antwort auf die Situation aussuchen und wir können uns aussuchen, wie wir damit umgehen. Und das ist ja eine Interpretationsfrage. Letztes Thema. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die sehr viele geschlossene Denkräume, geschlossene Weltbilder, zunehmend hermetische Echokammern bildet. Das heißt, in diesen Milieus, in diesen Echokammern finden eigentlich sehr vorgefertigte, vorgestanzte Meinungs- und Kommunikationsbilder statt, wo wenig Zufall zugelassen wird. Und wenn er kommt, ist er eigentlich eher Bedrohung und Gefahr und wird abgewehrt. Ist es so, dass der größte Feind der Serendipität tatsächlich das Dogma, die Ideologie und ich würde sogar noch weitergehen, das Politische ist, das zunehmend eben sich in diese Echokammern zurückzieht, dort Milieu, kontextgebunden Wahrheiten pflegt und die eigentlich nicht mehr in eine Auseinandersetzung bringt, weil das wäre ja, wenn ich es richtig verstanden habe, der Serendipe-Moment, dass ich das zulassen kann, das andere, die Andersheit
Und wie empfindest du oder wie nimmst du hier Gesellschaft als komplexes System wahr? Ist spannend, weil ich glaube, es gibt zwei große Feinde. Der eine große Feind ist genau im Prinzip vor allem Unternehmenskultur. Vor allem, weil es gibt ja in jedem Land auch Unternehmen beispielsweise, die eine Kultur haben, wo Leute sich psychologisch sicher fühlen. So diese Psychological Safety, wo man sagt, ich fühle mich sicher, eine Idee ins Meeting zu bringen, ohne abgeschossen zu werden. Und deswegen, also ich denke, die Kulturfrage ist eine riesige Frage, die ich auch immer spannend finde. Also was ich oftmals mache, wenn ich mit Unternehmen arbeite, ist, in ein Unternehmen reinzugehen, bevor das Meeting anfängt, und mich hinzusetzen, wo auch immer sich Leute treffen. Cafeteria, Wassercooler, wo auch immer Leute sich bewegen. Und dann tue ich so, als ob ich am Laptop arbeite. Aber was ich wirklich mache, ist, ich höre denen einfach zu, wie sie übereinander sprechen. Ja, wenn sie aus dem Meeting rauskommen und sagen, ach, die Petra, die hat wieder nicht gerafft, wie das geht. Und ach, der Peter, der weiß sowieso nicht, wie es läuft. Und der versteht auch gar nicht, wie das Unternehmen läuft. Das ist ja eine Kultur, wo du weißt, dass du morgen der oder diejenige sein könntest, die abgeschossen wird, wo du mit Sicherheit wahrscheinlich keine Ideen reinbringst. Versus andere Kulturen, wo du irgendwie, hey, das klingt interessant, lass uns mal da was machen, vielleicht können wir das noch machen. Und so diese verschiedenen Kulturen ist, finde ich, A, spannend, wie kann man das umdrehen? Also wie kann man im Prinzip eine Kultur, die hyperkompetitiv ist, wo sich Leute in den Rücken stechen und so weiter, wie kann man die umdrehen? Und deswegen machen wir eben viel in Richtung zielgerichtete Führung und zu sagen, wie kann man Werte in ein Unternehmen bringen, die nicht nur irgendwie ein Narrativ sind. Ja, es gibt ja oftmals, dann kommt der CEO und sagt, das sind unsere Werte, das sind unsere Sachen. Und dann gehst du am Montagmorgen ins Office und du sagst, ich sehe die aber nicht, ich sehe sie an der Wand, aber ich sehe sie nicht in meinem eigenen Leben. Und wirklich so dann zu sagen, okay, wie bringen wir sie in die Strukturen rein? In unsere Bewertungssysteme, wenn wir Leute reinnehmen, wie die gleichen Werte haben und so weiter. Also wirklich so, dass wir eine Kultur schaffen können, auch in Unternehmen vor allem, die das zulässt. Aber der größte Feind ist oftmals die selbstlimitierten Biases, die wir selber haben in unserem eigenen Leben. Beispielsweise, wer von euch, wir sind ja jetzt schon eine Vertrauens-Community hier. Wir sind jetzt schon Berlin-Mitte. Wir sind jetzt schon, genau. Und jetzt, wo wir uns so sehr schon vertrauen, kann ich ja auch die Fragen stellen, die man normalerweise erst nach ein paar Wochen stellt. Ja? Und zwar, wer von euch würde sich so ein bisschen als entweder ein bisschen Angst vor Zurückweisung ab und zu oder so ein bisschen Imposter-Syndrom, so dieses, ich hoffe, dass Leute nicht rausfinden, dass ich nicht ganz so toll bin, wie ich eigentlich bin. Hand hoch bitte. Ja, so die ersten gehen hoch, haben wir noch mehr. Da sind so ein paar ein bisschen scheu, so ein paar Halbhände, die hochgegangen sind. das kann ich auch verstehen. Ist doch München. Ja, nein, aber was spannend ist, der Grund, warum ich die Frage stelle, ist, wir arbeiten sehr viel mit Führungsteams, Board-Level, CEO-Level und so weiter zusammen. Und wenn du eine Community beispielsweise hast von Leuten, die sehr hoch im Unternehmen drin sind, die sich sehr vertrauen und du die Frage stellst, Imposter-Syndrom, also dieses Hochstapler-Syndrom im Sinne von, hast du das Gefühl, dass irgendwann Leute rausfinden werden, dass du nicht ganz so toll bist, wie du bist, und eben andere Ängste, da gehen 60-70% der Hände hoch. Warum? Weil ja oftmals die Leute, die am ehrgeizigsten sind, die Leute, die am meisten machen, so schnell wachsen und so schnell auch die Karriereleiter hochgehen, dass man natürlich immer nicht das Gefühl haben kann, dass man alles weiß. Und deswegen hat man ja auch so das Gefühl, oh Mensch, hoffentlich findet keiner raus, dass ich das hier nicht weiß. Und das ist aber das Spannende auch, weil sobald wir dann eben Vertrauenscommunities haben, wo man darüber sprechen kann und sagen kann, okay, das ist okay. Selbst der Arzt, ja, wenn der Arzt manchmal rausläuft und dann kurz googelt, was die Krankheit sein könnte, ja, das sind halt Sachen, so ist halt das Leben. Ja, besser, als wenn er mir die falsche Medikation verschreibt. Ja, dann geht er lieber raus. Und das ist halt so die Sache, wo wirklich dann die Frage ist, okay, was sind denn die Sachen in unserem Leben, wo sich jeder überlegen kann, in meinem Leben, wann waren denn die Momente, wo Serendipität hätte passieren können, aktives Glück, aber es ist nicht passiert, weil ich mir selber es nicht zugetraut habe. Beispielsweise, du sitzt in einem Meeting drin, hast die unerwartete tolle Idee, aber bringst sie nicht ins Meeting, weil du Angst hast vor Zurückweisung oder weil du nicht perfekt genug bist mit der Idee und das Gefühl hast, ah, ist noch nicht richtig reif. Und dann gehst du raus und denkst dir, ach, hätte ich die Idee mal reingebracht. Ja? Oder auf einer Konferenz, tolle Speaker, und dann sprichst du nicht an und denkst dir danach, ach, hätte ich die mal angesprochen. Und der Punkt ist der, dass wenn man dieses Muster dann erkennt und realisiert, okay, bei mir ist es immer das Gleiche, vielleicht ist es Hochstapler-Syndrom, vielleicht ist es Angst vor Zurückweisung, was auch immer es ist, dann kann man daran ja arbeiten
Und das ist dann ein systemischer Wandel, den du hast, wo du auf einmal viel mehr hast. Also beispielsweise bei mir, wenn du so ein bisschen Angst vor Zurückweisung hast, was dann ich extrem effizient fand, war zu sagen, wenn das Hirn direkt geht so zum Worst Case, was kann passieren, wenn ich es mache? Also so nach dem Motto, Worst Case, wenn ich eine Idee mit reinbringe, ist, die Idee wird abgeschossen und so die Zurückweisung, so der Stich ins Herz, dass die Idee nicht angenommen wurde, ja, oder dass jemand keine Zeit für einen hatte. Und dann habe ich irgendwann realisiert, aber das ist ja nicht das schlimmste Gefühl. Das schlimmste Gefühl ist ja rauszugehen und dann tagelang zu überlegen, was hätte passieren können, hätte ich mit der Person gesprochen oder hätte ich die Idee mit reingebracht. Dieses Bereuen und dann dieses Reframing, diese Umformulierung weg von, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es mache, zu was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es nicht mache, hat mir unglaublich viel geholfen zu sagen, okay, was hast du eigentlich zu verlieren, wenn du es jetzt hier machst, versus wie viel Energie wirst du darauf verwenden, wenn du es nicht machst und dann den ganzen Tag rumläufst und dir das überlegst. Und ich glaube, so Sachen einfach, dass man sich dann selber kennenlernt und sagt, das sind die Sachen, die mich zurückhalten und wie kann ich daran arbeiten, hat dann auch so einen kompletten Step-Change, der davon kommt. Das war eine gute und lange Antwort, nicht auf meine Frage, aber auch sehr interessant. Nein, auch sehr interessant. Also ich habe ja gelernt, ich frage dich nicht nach Gesellschaft und Politik, aber nichtsdestotrotz frage ich jetzt andersrum doch nochmal. Mir geht es da um ein Beispiel. Wir hatten in der Covid-Zeit ja sehr viele so Verschwörungserzählungen, so fange ich jetzt an, noch besser. Ich behaupte, in modernen, komplexen Gesellschaften hat in den letzten Jahren die Zahl von Verschwörungserzählungen zugenommen. Warum hat sie das? Weil Verschwörungserzählungen sind Gesprächsofferten, die hermetische Weltbilder und Erzählungen anbieten, auf die ich sofort Ja oder Nein sagen kann. Es gibt kein Sowohl als auch, es gibt nicht das Graue, das Diffundierende, der langsame Weg der Erkenntnis, sondern es ist relativ schnell zu entscheiden. Das ist eigentlich so etwas, und jetzt komme ich doch wieder auf die Serendipität, die Folge von solchen, nennen wir sie Parteien, Unternehmen, Gewerkschaften, all die haben ja in Debatten, in Diskussionen immer festgefügte Bilder, Erzählungen, hinter denen man sich dann anordnen kann. Serendipität fordert genau das andere oder ist eine offene Haltung, die den Zufall, das Ereignis, das Unerwartete zulässt, um sich zu verändern, vielleicht sogar seine Meinung zu verändern, langsam eine Form von Selbsterkenntnis, wir nennen es am Ende Leben. Leben lernen, Leben entwickeln, sich selbst entfalten. Ist das ein Plädoyer, dieses Buch, für diesen langsamen Weg und dann doch eine Absage an dieses hermetische, verschwörerische, festgefügte, schablonenhafte, und ich könnte noch 10 Begriffe nennen. Ja. Du weißt, was ich meine. Ja, und auf einem gesellschaftlichen Level. Und es ist interessant, bei Peter sieht man immer direkt, wenn er nicht zufrieden mit der Frage war, da habe ich direkt in deinen Augen, da war so dieses Grimmige mit drin. aber ist auch... Ich bin froh, wenn ich diese Situation hier standhalte, weil ich auch sehr viel Angst vor Zurückweisung habe. Nein, nein, aber es ist eine klasse Frage, weil im Prinzip ja viel der Polarisierung, die wir in der Welt haben, viel der Idee, dass im Prinzip in einer Welt, wo es eben nicht mehr so viele Leute diese ganz festen Anker hatten, die man vielleicht noch vor Jahren hatte, irgendwie, wo Leute dann vielleicht tief religiös immer waren oder tief irgendwie Anker hatten, die sich vielleicht in irgendeinem Gebiet gehalten haben und jetzt bist du quasi, da ist Free Flow und jeder kann irgendwie so ein bisschen was anbieten. Und das Spannende ist ja im Prinzip zu fragen, was sind denn dann die Muster, die sich ergeben und warum sind die Muster hier und warum kann man die nicht überbrücken? Und das Serendipitätsdenken ist ein Appell zu sagen, lass uns Brücken sehen, lass uns Verknüpfungen sehen, wo andere nur Gräben sehen. Weil im Prinzip, stell dir vor, ja, ein banales Beispiel, du bist in Italien im Urlaub und du siehst eine Fischerfrau, Fischermann und du gehst zu denen und du sagst, was machst denn du so beruflich? Und dann sagt die, ja, ich bin Fischerfrau.
ja, haben wir nichts gemeinsam, bis später, ja. Wenn du aber fragst, Mensch, ja, was ist denn hier, wenn du auf dem Meer bist, wie ist das denn so? Oder einfach ein bisschen verstehen, was die Person ausmacht, dann sagt sie, ja, du, die See hat so diese Endlichkeit und Unendlichkeit. Und dann sagst du vielleicht, ja, das ist bei der Philosophie genauso. Und dann, was du dann machst, ist, du hast eine Empathie für die Person. Du verstehst sie besser, weil du dich da reinfühlen kannst ein bisschen mehr, weil du jetzt weggehst von dieser Box, Fischerfrau ist anders als Philosoph oder Journalist oder Herausgeber. Und ich denke, das ist halt das Interessante auch, wenn man im Prinzip sich darauf einlässt zu sagen, Menschen sind vielleicht gar nicht so anders, wie wir denken, dass sie sind. Wir haben uns einfach nur irgendeinen Anker gesucht und diesen Anker jetzt, der gibt uns Halt und für diesen Halt kämpfen wir. Und leider ist es ja immer einfacher, also als jemand, der Communities sehr im Leben auch gebildet hat oder geholfen hat, es ist ja immer einfach, Communities zu organisieren, die gegen was sind. Ja? Es ist einfach, irgendwie was zu machen, wo man sagt, das ist der Feind, lass uns gegen den Feind kämpfen. Ja? Und das ist halt schade, weil das natürlich dazu führt, dass es oftmals dann irgendwelche Sachen gibt, die halt destruktiv sind, versus einfach mal zu sagen, lass uns wirklich wieder eine Vision entwickeln, wie wir zusammenleben können. Und ganz lange Story short, meine Hoffnung wirklich mit dem Buch auf einer Gesellschaftsebene ist zu sagen, wenn wir anfangen, in Schulen, in Universitäten wieder weniger darauf zu achten, was genau man auswendig lernen kann und was genau man irgendwie repeaten kann, das kann AI alles machen. Ja? Das läuft uns nicht weg. Das Mindset zu sagen, ich kann Punkte verknüpfen zwischen meinem Leben und dem Leben von jemandem, der gerade aus der Ukraine kommt, weil wir schon sehr viele Gemeinsamkeiten haben, obwohl wir vielleicht bei der Geburtslotterie andere Outcomes hatten. Und ich glaube, das ist so der Appell zu sagen, es gibt passives Glück und Unglück und da kommt sehr viel soziale Ungerechtigkeit her und da müssen wir was gegen machen. Und lass uns das Mindset bilden, was unser eigenes Leben besser macht, Lebensfreude und so weiter, aber dann auch die Gesellschaft hoffentlich besser macht und unser Kinderleben auch besser macht. Wow. Ja, lieber Christian, weißt du, was mir am meisten Spaß gemacht hat bei diesem Buch? Das war eigentlich immer der Moment wegen Zeitverschiebung, als wir gezoomt haben. Und das, bei dir war es immer gnadenlos früh. Und du warst immer gnadenlos fröhlich. Und du warst immer irgendwie sofort da und konntest dieses Gespräch öffnen. Und ich habe das sehr genossen, weil dadurch einfach auch sehr viel Varietät und Variabilität in unsere Arbeit gekommen ist. Und jetzt möchte ich auch mal öffentlich sagen, weil du das auch schon ein paar Mal gesagt hast, auch mir und uns hat es irre Spaß gemacht. Es hat unser Leben, unsere Arbeit bereichert, diese Zusammenarbeit. Ich habe schon ein paar Tricks jetzt aus dem Serendipitätsbuch in Workshops angewendet und mich insgeheim gefreut, dass sie funktioniert haben. Also auch an dieser Stelle seid ihr mal gedankt. Und es kommt jetzt zu dem Augenblick, dass wir das Publikum natürlich bitten, jetzt ihre Fragen zu diesem Serendipitätsbuch, zu diesen Ausführungen zu Christian zu stellen. Das ist jetzt auch so ein serendiper Moment, dass ich deinen Namen vergessen habe. Ja, der Benny. Der Benny hat das Mikro und er wird heute die Stefan-Meyer-Rolle einnehmen. Der fliegende Mikrofonzubringer. Wer hat eine Frage? Bitte sehr. Der Herr vorne hier. Vorhin ist das Stichwort Empathie gefallen. Inwiefern ist es wichtig, dass die Kontakte zu anderen Menschen, um auf eine Ebene zu kommen, dass die analog stattfinden? Oder zugespitzt gefragt, kann Serendipität auch zu Hause auf dem Sofa beim Daddeln auf das Handy stattfinden? Ja, vielen Dank. In der Zoom-Welt. Das ist ganz interessant, weil, also ganz kurz auf der Fröhlichkeit aufbauen und vielen Dank auch für die warmen Worte. Also es war, muss ich auch ganz kurz sagen, Lukas Schmidt und Peter Felixberger und Sven Murmann und das ganze Team, Marcel Ramirez und andere, absolut tolles Team, wenn Sie jemals ein Buch schreiben. Murmann sollte die erste Adresse sein natürlich, das zu machen. Und hat absolut Spaß gemacht, auch für mich. Und ich habe sehr viel gelernt auch und es ist, ja, also vielen Dank auch für die tolle Zusammenarbeit. Es ist sehr spannend, also um auf der Fröhlichkeit aufzubauen.
Ich fand Zoom, also ich bin jemand auch, der auf Energie aufbaut. Also ich fühle Energie, ich gehe in den Raum und ich brauche die Energie auch. Und es gibt mir auch Energie und gleichzeitig nimmt es mir Energie. Also es ist immer dieses Interessante, kommt darauf an, wie gut die Energie von jemand ist und dann schwingt es halt auch damit. Aber was ich spannend fand, war, ich habe Zoom und Teams und so weiter immer so als mein eigenes Privatflugzeug gesehen. Ja? Dass ich, als das Buch rauskam, war gerade Covid passiert. Das amerikanische Buch, das kam vor 2,5 Jahren raus, das kam genau dann raus, kein Joke, wir haben gerade die Belegexemplare gekriegt ins Penguin Random House Office und genau an dem Tag, der Tag danach, mussten die ihre Offices zumachen wegen Lockdown. Das heißt, wir konnten keine physischen Belegexemplare an irgendjemanden schicken, weil im Prinzip keiner mehr ins Office durfte und keiner mehr irgendwie was machen durfte. Und da war natürlich der erste Moment, shoot, was machen wir jetzt? Ja, in einer Welt, die von sehr analog auf einmal von einem Tag auf den anderen komplett digital wurde. Und dann war auf einmal die Idee, wow, let's go global. Lass uns überlegen, wie wir jetzt viel mehr was machen können, wo man vorher hätte einchecken müssen, 5 Stunden nach irgendwo hinfliegt, dann da eine Rede für 2 Stunden, dann wieder irgendwie 10 Stunden woanders hinfliegt, versus jetzt 9 Uhr bist du in Tokio und dann bist du 10 Uhr in Dubai. Und kannst im Prinzip so viele mehr Leute damit erreichen. Was meine ich damit? Dass auf der einen Seite im Prinzip so viele, es war nur eine eigene Geschichte, weil es mich sehr im Prinzip getroffen hat und weil wir erst dachten, shoot, das ist erstmal als First-Time-Author, wenn auf einmal kein Buchladen mehr aufhat, ist nicht so die tollste Sache, die man sich so vorstellen kann. Aber gleichzeitig eben, dass dann doch das noch interessant war, weil es dann doch diese virtuelle Scale-Möglichkeit gegeben hat. Also wie kann man weitergehen? Was aber natürlich die Frage, glaube ich, eher war, mit Empathie auch, wie kann man dann mit Menschen, mit denen man vielleicht im Office, wenn man eben normalerweise vielleicht so eine tiefergehende Konversation gehabt hätte und jetzt sitzt man auf Zoom und schaltet an, geht kurz drauf und schaltet wieder aus. Und da habe ich es halt spannend gefunden, wie ja unser Kontext sich komplett geändert hat. Ich habe das Gefühl gehabt, viele meiner Kollegen beispielsweise haben viel persönlichere Gespräche gehabt. Beispielsweise, hey, was ist denn die Katze da im Hintergrund? Hey, was ist denn da? Was war denn das Squeaken da? War das dein Kind? Ach, interessant, ich wusste gar nicht, dass du ein Kind hast. Und das war halt interessant, dass Kollegen auch so diese Idee, wie kann man dann im Prinzip probieren, dass man vielleicht jetzt auch eine Ausrede hat, ein bisschen persönlicher zu werden, wenn man es möchte, muss nicht sein, ja? Also das ist ja immer optional, aber ich glaube, da kam dann auch sehr viel Empathie, im Prinzip zu sagen, ich sehe, wie deine Situation aussieht zu Hause. Meine Studierenden, also in New York, da hast du direkt den sozialen Unterschied gesehen, ja? Da gab es die Florida Kids, die sind in eine Mansion in Florida gegangen und die haben bei Zoom, du konntest sehen, das Meer hinter ihnen und alles wunderschön. Und natürlich schreiben die Distinctions danach. Ja, natürlich kriegen die A's, weil die haben ja komplette Ruhe, die können sich komplett konzentrieren. Und dann hast du irgendwie jemanden in Queens mit 5 Onkeln und 10 Tanten, die alle nachts arbeiten müssen, weil alle 3 Jobs haben, wo niemals Ruhe ist, wo sich immer dann einer ansteckt und dann immer die ganze Familie was hat irgendwann. Und das ist eine komplett andere Situation. Und dafür Empathie zu entwickeln, dass man das sieht dann, dass einfach der Queens-Student einfach mal 3 Wochen nicht kommen kann, weil einfach die Situation anders ist als der Florida-Student. Und da war, glaube ich, für mich so ein bisschen der Unterschied zwischen Leuten, die sich darauf eingelassen haben und gesagt haben, lass mich deine Situation verstehen, und eben Leute, die irgendwie nur dann quasi task-oriented, lass uns jetzt hier direkt, wir müssen den Deal dann und so weiter und so weiter. Und deswegen, was ich damit meine, ist, Technologie ist ja nur eine Plattform und wie wir damit umgehen, das kommt auf uns an und welche Fragen wir dann stellen den Leuten, die auf der anderen Seite sind. Und wir verlieren die Energie natürlich ein bisschen, aber gleichzeitig, glaube ich, gibt es uns auch ein bisschen, wir können jetzt mit Leuten in Dubai so reden und können unsere Freunde auch mehr. Und für mich ist es einfach wieder so, auch wenn man dann, natürlich hat man nicht immer einen Freund in Dubai, wo man jetzt, aber ist halt die Idee, dass man im Prinzip auch ein bisschen einfacher wieder mit Leuten vielleicht ins Gespräch kommt, die man vor lange Zeit verloren hatte. Und das war eine Sache, die ich mit meinen Studis besprochen habe. Wir hatten, als Covid passiert ist, müsst ihr euch vorstellen, du kommst gerade, du hast Studenten, die kommen aus China, aus Indien, und dann von einem auf den anderen Tag sagt dir der Staat, sei alleine in deinem Zimmer und du kommst nicht mehr raus und wir wissen nicht genau, wie lange es dauert. Und du bist das erste Mal in einem Land, wo du keine Ahnung hast, was läuft, wo du keine Ahnung hast, wie ein Supermarkt und nix. Ja? Und da war dann die Frage, was machen wir denn jetzt damit und gibt es noch irgendeinen Sinn, das ist sehr Viktor Frankl, was man damit machen kann. Und eine Sache, die wir gemacht haben, waren, überleg dir ein paar Leute in deinem Leben,
wo du einfach vielleicht jetzt eine E-Mail schreibst und sagst, hey, ich wollte einfach mal wieder mit dir zoomen und wollte einfach mal wieder gucken, wie es dir geht. Und einfach wieder so diese Idee, einfach reconnecten mit anderen Leuten und dann vielleicht wieder ein bisschen mehr Sinn finden. Den größten Sinnfindung auch, also es ist eine sehr lange Antwort jetzt auf eine sehr kurze Frage, aber ich denke, das trifft es halt, weil ich glaube einfach, wie wir reagieren auf solche Situationen, kommt eben sehr auf uns an. Und viele meiner Studenten beispielsweise, ein Deal, den wir gemacht hatten, war zu sagen, wenn jetzt ihr eine Nachbarin habt beispielsweise, oder Nachbarn, die nicht in den Supermarkt gehen können, weil sie im Prinzip sich dann anstecken würden und dann eben sterben würden, dann bring du denen morgens Essen. Und jetzt hast du einen Sinn, morgen früh aufzustehen, weil du jetzt eine Verantwortung hast. Und ich glaube, diese Idee, dass man sich subjektiv Sinn kreiert, selbst wenn es keinen Sinn gibt, das ist ja sehr Viktor Frankl, den er da quasi diese Idee mit reingebracht hat. Also ich glaube, es ist Empathie, aber ich glaube auch, dass man ein bisschen das Reframing macht, weg von, es ist nur schlecht, dass es ist, was ja viele von uns automatisch, ich auch, ist nur schlecht, das Online und so. Ja, aber gibt ja auch ein paar positive Seiten und vielleicht hat man jetzt auch mal die Nachbarn wieder kennengelernt. In Großstädten, da kennt man die Nachbarn ja gar nicht mehr und ich habe meine Nachbarn zum ersten Mal kennengelernt in Covid. Also es ist auch so Sachen, wo es ja ein paar interessante sind. Aber wie gesagt, also ich bin da komplett da, natürlich ein paar wassercooler Momente, die fallen einfach auch leider weg und machen es ein bisschen schwieriger. Aber ich denke, wenn man die Möglichkeiten drin sieht, dann ist es auch spannend. Vielen Dank. Wer möchte noch gerne die Dame, damit der Benni mal ein bisschen Laufweg hat? Ich dachte, Entschuldigung, ja, machen wir erst die Dame und dann die Dame. Okay. Entschuldigung, weil ich hatte sie angehört. Als Unternehmerin, bekennende Introvert und jemand, der seit über 20 Jahren in der doch sehr männerdominierten Tech-Branche unterwegs ist, würde mich interessieren, ob ihr bei euren Forschungen geschlechterspezifische Unterschiede herausgefunden habt in Bezug auf den Umgang oder die Herangehensweise an Serendipity. Es ist sehr spannend, also es ist was wir selbst nicht versucht haben und da sind ganze Doktorate, die da noch gemacht werden könnten. Also hoffentlich heute sind auch ein paar Leute inspiriert, dass ihr da mehr in die Richtung geht, weil es natürlich eine sehr spannende Frage ist. Also ich kann es nur anekdotisch beantworten. Von dem Feedback, was ich bekommen habe von vielen Frauen, wo im Prinzip oftmals kam, so lebe ich, weil ich im Prinzip, wenn ich als empathischer Mensch herumlaufe, probiere ich, Punkte zu verknüpfen und anderen Personen zu helfen. Und das fand ich halt spannend. Also ich bin jemand, der es immer sehr spannend findet, zu überlegen, dass es natürlich soziale Unterschiede gibt und geschlechterspezifische Unterschiede gibt, auf der einen Seite, die extrem wichtig sind und da, wo, wie gesagt, wahrscheinlich ganze Doktorate drin sind. Und dann gleichzeitig, was sind denn quasi die Qualitäten bei manchen Frauen versus bei manchen Männern, die halt interessant sind und natürlich, dass manche Männer auch tolle Qualitäten haben, die eben im Prinzip auch eher feminin sein können. Also es ist quasi diese interessante, gibt es ja diese tolle Feminine versus Masculine Energy Idee und so weiter. Und das fand ich auch mal interessant, so zu überlegen, wie das sich ausspielt. Und da würde ich halt gerne die Antwort. Ich glaube, Sie haben das Mikrofon ausgeschaltet. Wenn die Sätze zu lang werden, dann schalten Sie das Mikrofon jetzt aus, glaube ich. Kann ich da? Ich nehme das nicht als persönlichen Affront, sondern als... nee, ach, ist gar keiner da. Ja gut, dann ist unerwartete Schicksal. Ja, das ist auch eine interessante Frage. Können wir auch noch drüber reden, Schicksal. Aber deswegen, also ich fühle mich wohler, darüber zu sprechen, was sind denn so die Eigenschaften, weil ich das Gefühl habe, es haben viele Menschen, ob Mann oder Frau, Eigenschaften, die es wahrscheinlicher machen. Und klar aber, es gibt natürlich strukturelle Barrieren und ich denke, das ist super wichtig zu sagen, dass es strukturelle Barrieren für Frauen gibt, die auch dann es anders machen, wie man mit Situationen umgehen muss und vielleicht auch ein bisschen mehr verknüpfen muss und auch Empathie zeigt. Aber was ich eben spannend finde, ist, meine Frau ist wieder so ein Beispiel. Habe ja vorhin erzählt, dass sie extrem gut ist, immer zu überlegen, wie kann ich der anderen Person helfen. Und ich glaube, so dieses, was man ja
ich habe das nie so ganz gemocht, so diese Idee von man sagt ja immer, das ist so der feminine Mutter-Ansatz, so diese Idee, man will quasi, dass es jedem gut geht und so weiter. Und wie gesagt, also ich will da nicht in irgendwelche Stereotypen reingehen, weil ich glaube, es ist alles relativ mehr und mehr im Flux. Aber was ich bei ihr interessant finde, ist, weil sie den Approach hat, zu überlegen, wie kann ich der anderen Person helfen? Wie kann ich der anderen Person eine Vorstellung geben? Wie kann ich der anderen Person eine Idee geben? Im Prinzip dann das Wunderbare ist, dass auch sehr viel zurückkommt, weil im Prinzip Menschen ihr die ganze Zeit helfen wollen, weil die sagen, ja, die Lexi, die ist doch die, die hat mich damals der Person vorgestellt. Mensch, ich will ihr unbedingt die Person jetzt vorstellen. Und es ist halt wunderbar dann, dass im Prinzip diese Qualitäten, Empathie, über die wir gesprochen haben, Verknüpfung und so weiter, eben auch so fast kamaisch dann auch zurückkommen. Und ich denke, das ist wahrscheinlich die Richtung. Also, aber nochmal, ich fände es gut, wenn wir noch 3 PhDs darüber machen quasi, über genau diese Dynamiken, weil ich denke, da gibt es auch sehr viele Barrieren natürlich und es wäre spannend auch zu gucken, wie die sich anders ausdrücken. Ja, vielen Dank. Und welche? Dankeschön. Sie nehmen es, okay, wunderbar. Einfach nur kurz zu meinem Hintergrund, ich bin Ärztin und Coachin und habe Achtsamkeitsmeditation auch als Methode kennengelernt, um sozusagen diese Offenheitsräume zu eröffnen. Das heißt, also wir brauchen ja Vorurteile, um uns auch zu orientieren, aber man erfährt in dieser Methode eben auch, man erfährt einen Raum der Offenheit, wie Viktor Frankl ja auch gesagt hat, zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum und in diesem Raum liegt unsere Freiheit auch zu entscheiden, so grob, also ich würde es jetzt nicht ganz wörtlich wiedergeben, aber da in diesem Raum liegt sozusagen meine Freiheit auch damit, zu entscheiden, was ich zwischen Reiz und Reaktion sozusagen mache. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Reiz und Reaktion konditioniert aufeinander sitzen und schon fast gleich passieren, ne? Also er sagt das, sie sagt das und so weiter, das hat auch zu tun mit Verhalten, was gelernt ist, einfach vielleicht auch in ungünstiger Weise, Stress, ich greife zur Schokolade und so weiter. Das in diesem Raum, der wird gefühlt größer, witzigerweise, in der Meditation, vielleicht haben Sie auch solche Erfahrungen, und diese Offenheit, das ist das, was ich also jetzt auch als Gemeinsames dabei sehe, diese Offenheit braucht auch nicht nur Raum, sondern auch eine gewisse Zeit. Und wir neigen dazu, jetzt einfach physiologisch, wir haben ein Alarmsystem, was bei mir auch gerade aktiviert ist, weil ich ein bisschen aufgeregt bin. Das ist der Sympathikus, das ist ein unbewusstes Alarmsystem, was sozusagen aktiviert wird, wenn, also das Flight oder Fight, oder das heißt praktisch, ich möchte fliehen aus der Situation, ich möchte kämpfen oder ich möchte erstarren. Das sind die Reflexe, die da angelegt sind. Das Gegenspielerprinzip, auch unbewusstes Nervensystem, ist der Parasympathikus. Darf ich kurz den Stefan Meyer spielen? Ach so, ich würde nur ganz kurz... Der in solchen Situationen den ganz einfachen Satz sagt, und die Frage wäre... Ich komme sofort da drauf. Der Sympathikus neigt dazu, sich zu verautomatisieren. Das heißt... Wir kommen in Stress nicht so leicht dazu, Neues offen zu sein. Und das hat auch einen funktionellen Grund, egal. Meine Frage ist, wie beurteilen Sie das, dass wir sozusagen unter Zeitdruck oft sind, dass Ängste auch uns beherrschen seit Corona oder jetzt auch Putin? Wie können wir uns diese Offenheit erhalten? Was braucht ein Unternehmen auch, um diesen Zeit, um nicht diesen Stress sozusagen so zu betonen, Effizienzdenken ich mache mein Schema F, wie können Unternehmen das auch generieren, dass für gewisse gedankliche Umwege oder auch, das sind ja uneffiziente Dinge vielleicht, auch wenn man rein in Zeit denkt, ne? Wenn neue Ideen entstehen. Also. Ja, vielen Dank und sehr interessant. Also ich freue mich auf die weitere Diskussion, das sind ja auch sehr interessante Themenfelder. Und super spannend auch, also ich glaube, wie gesagt, das Gehirn ist ja unglaublich spannend auch, weil es ja wirklich wie so ein mentaler Muskel, den man eben auch trainieren kann, wo man ja lange in Jahren ausgegangen ist, okay, da kann man nichts machen und jetzt eben mehr und mehr weiß, ja, aber man kann sich trainieren, man kann einfach mal überlegen, die nächsten 10 Gespräche, die ich habe, kann ich eine Idee mit reinbringen und dann gewöhnt sich das Gehirn mehr und mehr Assoziationen zu sehen und dann kommt man mehr und mehr rein. Und das ist halt das Spannende, dass man eben damit umgehen kann, mehr und mehr, aber natürlich auch
es manchen schwerer fallen wird, natürlich, je nach Prägung und so. Aber das Spannende ist an der Frage eben, wenn man in dieser Fight or Flight konstant ist, es gibt ja so dieses, ich finde es immer ganz spannend, wenn man Leute fragt, und, wie geht's? Ja, I'm busy. Jeder ist immer busy. Und dann fragst du, ja, okay, so was war denn das die letzten 3 Monate? Was ist denn so rausgekommen? Also ich war in vielen Meetings und habe eigentlich viele Leute getroffen. Und also im Prinzip so dieser Unterschied zwischen being busy and being productive oder being kind of something that was meaningful. Und ich glaube, das ist halt so das Interessante, in Unternehmen dann rauszufinden, was sind die Sachen, die wir machen, weil wir einfach uns dran gewöhnt haben. Das ist ja ähnlich wie Patterns auch, die man aus der Kindheit hat. Ja, das sind halt Sachen, die nimmt man halt so mit, weil man sie halt mal mitgenommen hat. Und in Unternehmen ist es ja genauso. Man hat Routinen, weil Routinen halt irgendwann mal hat jemand gesagt, wir brauchen das Meeting. Und da hat man das Meeting halt immer gehabt mit 20 Leuten, wo einer spricht. Ja? Und da ist halt die Frage, ja gut, aber was bringt es uns eigentlich? Und da gibt es halt jetzt mehr und mehr. Also ich fand es ganz interessant, vor kurzem, da wissen wir noch nicht ganz, wo das jetzt hingeht, aber dass Unternehmen angefangen haben, so Meeting Resets beispielsweise, wo sie sagen, nehm doch einfach mal alle Meetings aus dem Kalender raus und dann pack nur noch die rein, wo du wirklich jetzt auch in einem Performance Review oder so sagen könntest, das Meeting brauchen wir wirklich und darum brauchen wir das Meeting. Also wirklich wieder zum Warum kommen. Warum brauchen wir dieses Meeting eigentlich? Und wenn wir das Meeting wirklich haben, können wir auch ein bisschen besser werden, überlegen, was wollen wir denn von dem Meeting eigentlich? Wollen wir uns sehen? Wollen wir Serendipität und so weiter? Super, dann schnacken wir, dann gibt es hier ein Glas Wein und ist auch schön. Aber wenn wir wirklich was wollen, dann ist vielleicht nicht das Beste, dass man immer irgendwie 10 Leute hat und 2 reden immer und der Rest sitzt nur da und hofft, dass es bald vorbei ist. Ja, so Sachen. Und da ist halt dieses Spannende, glaube ich, dieses Meeting Reset, wo man sagt, nehmt mal die Meetings raus, die ihr nicht braucht und überlegt mal, wie man dann im Prinzip was machen kann. Das sind eher natürlich Führungskräfte, die das machen kann. Das ist natürlich auf individueller Ebene hat man vielleicht nicht die Kontrolle. Auf individueller Ebene hat man aber natürlich die Kontrolle, sich ein bisschen zu überlegen, was ist denn in meinem eigenen Leben vielleicht Sachen, an die ich mich gewöhnt habe, die vielleicht dann einfach passieren, aber die nicht sein müssten und die ich einfach ein bisschen rausnehmen kann. Und ich bin ein riesiger Fan beispielsweise auch, vor allem wenn man kreative Sachen macht, sich so einen gewissen Maker-Schedule auch zu kreieren. Also was meine ich damit? Ich habe damals beispielsweise, als ich einen Doktor geschrieben hatte, wir haben damals ein Startup gegründet zur gleichen Zeit. Und das ist im Prinzip komplette Kollision, die mich absolut gestresst hat, weil auf der einen Seite hast du so ein Manager-Schedule für Startup, wo alles immer dringend ist. Du bist immer in Meetings und in Meetings werden die Entscheidungen getroffen. Und dann machst du ein PhD, eine kreative Sache, ähnlich wie beim Coding, bei Programmierern und so weiter, wo du was Kreatives machst, wo du ein paar Stunden brauchst und dich auf eine Sache einlässt und wo es dich extrem stresst, wenn dich jemand anruft und sagst, willst du kurz auf einen Kaffee gehen? Weil es nicht nur die 5 Minuten für einen Kaffee sind, sondern auch die halbe Stunde, die es dich rauszieht, dann, bis du wieder reinkommst und so weiter. Und diese Vermengung zwischen Maker und Manager, zwischen sagen, du brichst in meinen kreativen Space hier ein, weil du auf dem Manager-Schedule bist und du kommst bei mir immer rein, aber eigentlich brauche ich hier mal eine Zeit, um mich wohlfühlen zu können. Da ist unglaublich Produktivität runtergegangen, vor allem bei Programmierern. Ja, es gab ja mal diese Phase, wo jeder dann Open Office und wir müssen alle in Großraumbüros sein. Und es geht halt nicht für jede Funktion, weil wenn du Programmierer hast, die einfach tief reingehen, du willst nicht alle 2 Minuten jemand, der, ich habe mal nur eine kleine Frage hier, ja, die dich halt komplett dann wieder rauszieht, ja, dann schick doch mal eine E-Mail. Und da ist halt wirklich so diese Idee, sich zu überlegen, was sind denn so die Aufgaben, die eher Maker-Schedule sind, die man im Prinzip auch, dann kriegt man halt mal vielleicht einen Samstagmorgen, wo man sich dann auf die Sachen fokussiert, einfach um den Stress rauszukriegen, dass man sie sonst nicht gemacht kriegt. Oder idealerweise als Führer eines Unternehmens, dass man Leute auch beschützt und sagt, okay, wenn du was Kreatives machst, hier sind 3 Stunden. Und das haben ja Unternehmen wie Google und so weiter viel gemacht, dass sie gesagt haben, hier sind Plätze, Zeiten, wo ihr auch kreative Sachen machen könnt. Also ich habe auch keine goldene Antwort für die Frage, weil ich glaube, da jeder probiert es rauszufinden. Aber ich glaube, so diese Idee, Leute aus dem Fight or Flight rauszukriegen, ist absolut wichtig. Und ich glaube, Routinen zu hinterfragen, ist einfach ein richtig interessanter Weg. Ja, ich denke, dass wir noch eine Frage, die Dame rechts hier. Erstmal vielen lieben Dank für den tollen Vortrag. Meine Frage ist, gibt es in deinem Konstrukt Schicksal oder ist Schicksal quasi schlechter Zufall?
Sehr spannend, Dankeschön. Sehr spannend. Also ich habe vor kurzer Zeit mit jemandem gesprochen, hochgläubig und da war eben die Idee, wenn du sehr gläubig bist, dann ist halt so die Idee, okay, es ist sowieso ein bisschen vorgezeichnet vielleicht und wie viel kannst du eigentlich machen? Und wir haben uns im Endeffekt darauf geeinigt und ich muss mir die Geschichte mal genau anschauen. Also er hat mir diese Geschichte erzählt, die ich mir immer nur halb erinnere, aber die Idee war im Prinzip, dass da so ein Mann ist und vielleicht kommt, könnte sogar aus Bayern kommen vielleicht die Geschichte. Das ist so eine Story, die Peter erzählen würde wahrscheinlich. Und im guten Sinne, also es ist eine gute, ja. Und zwar es ist so ein Mann eben, der sagt, lieber Gott, lass mich doch mal im Lotto gewinnen. Und Gott sagt, okay, kein Problem. Dann sagt er, ja, lass mich im Lotto gewinnen. Kein Problem. Lass mich im Lotto gewinnen. Kein Problem. Immer noch nicht? Ja, dann kauf doch mal ein Ticket. Und das war halt, wir haben uns darauf geeinigt, so diese Idee, okay, vielleicht ist da was vielleicht mal irgendwie ein bisschen, aber du hast ja trotzdem noch ein bisschen Agency, ein bisschen Aktion, ein bisschen Handlungsspielraum zu dem Viktor Frankl-Idee, wo du ein bisschen was machen kannst, wie du hinkommst, wo du hinkommst. Also ich glaube, die Idee ist, wenn man wirklich an Schicksal glaubt, ist es natürlich spannend, dann eben so Hakenstrategien und so auszuprobieren und zu sehen, dass eben Zufälle, positive Zufälle viel mehr passieren und man vielleicht auch sieht, okay, dann könnte man sagen, das ist jetzt mein Schicksal, dass so Sachen mehr passieren, aber dass man es vielleicht auch ein bisschen dann in der eigenen Hand hat. Und ich glaube, das wird dann halt interessant, wenn man im Prinzip auch sich dieses Vertrauen aneignet, dass man auch ein bisschen vom Leben und das ist vielleicht auch als letzter Gedanke, weil viel dieser Arbeit eben von Viktor Frankl auch inspiriert ist. Und was ich bei Viktor Frankl immer so spannend fand, war eben, dass er hat sich ja sehr von Goethe damals inspirieren lassen. Weil Goethe, einer meiner absoluten Lieblingsphilosophen, ich bin damals in Heidelberg aufgewachsen, Philosophenweg ist da, das alte Schloss, und Goethe hat sich da sehr inspirieren lassen. Und der hat immer gesagt, wenn du jemanden nimmst, oder er hat es nicht immer gesagt, aber es war so ein bisschen eine Philosophie hinter ein paar Sachen, die er geschrieben hatte, dass wenn du jemanden nimmst, wie er ist, machst du ihn schlechter oder sie schlechter. Also er hat immer, es war immer nur, damals war es ja immer nur die Männer, also jetzt, wenn du eine Person nimmst, die so ist und du nimmst sie so, wie sie ist, dann machst du sie schlechter, aber wenn du sie so nimmst, wie sie sein könnte, dann erlaubst du ihr, dahin zu kommen. Und das ist halt, worum es bei der Serendipität geht. Bei der Serendipität geht es darum zu sagen, es ist Potenzialität, es ist, was sein könnte. Man sieht ein bisschen mehr in der Situation, in der Person. Und das ist halt das Spannende, dass man dann auch sagt, ja, ich kann mir die Situation nicht immer aussuchen, aber ich kann mir meine Reaktion aussuchen. Da ist dann die Freiheit drin, aber da ist eben auch die Serendipität drin. Und das ist halt dieses Spannende, dass man dann eben auch sieht, Mensch, ich habe vielleicht mehr Kontrolle, als ich glaube, dass ich habe. Und ich glaube, der Grund, warum ich Meditation so spannend finde, ist, Meditation geht es ja darum, lauf nicht von den Sachen weg, die schwierig sind, sondern sage, es gibt Sachen, die kann ich nicht beeinflussen und die nehme ich einfach ein bisschen auf und lasse sie ein bisschen dann auch in den Flow gehen und dann lasse ich mich einfach drauf ein und ist einfach mal okay, die kann ich sowieso nicht beeinflussen. Und dann einfach, was sind die Sachen, die ich beeinflussen kann? Und die Sachen, die ich beeinflussen kann, sind dann vielleicht doch einige Sachen. Und ich denke, da wird es halt spannend, sich zu überlegen, was sind die Sachen. Und das wäre vielleicht die letzte Sache, die mir sehr geholfen hat, wirklich zu überlegen, was sind denn Sachen in meinem Leben, die ich beeinflussen kann. Das sind dann wo ich den Fokus und die Aufmerksamkeitsfokus drauf legen möchte, versus die Sachen, die ich nicht beeinflussen kann. Da probiere ich dann einfach zu sagen, okay, ich probiere damit umzugehen, aber nicht zu sehr darauf zu fokussieren, weil da kann ich ja eh nichts machen und dann ist es eben so. Ja. Da fällt mir jetzt ein Spruch von Holger Geschwindner, dem Mentor und Coach von Dirk Nowitzki, ein: Wir probieren alles aus, was wir vorher noch nicht gekonnt haben. Und das ist für mich heute so eine kleine Serendipitätserfahrung gewesen. Lieber Christian, vielen Dank, dass du da warst, dass du uns erzählt hast über das Buch, über deine Gedanken, deine Ideen, deine Forschungen. Wenn Sie jetzt persönlich den inneren Ruf verspüren, dieses Buch käuflich erwerben zu wollen, gleichzeitig einen Haken auswerfen und mit dem Autor signatorisch in Verbindung treten,
was er wahrscheinlich gerne tun wird, und wir jetzt auch gleich hier ein Pult aufstellen, dann können Sie das tun bei Uwe, der hier schon mit kapitalistischem Dollarblick Sie erwartet. Und ja, ich bedanke mich sehr bei Christian Busch, bei Ihnen, dass Sie gekommen sind, dass Sie uns zugehört haben. Und es würde mich freuen, wenn Sie die Gedanken, die Ideen dieses Abends weitertragen. Und ganz ernst, wenn Sie ein signiertes Buch haben wollen, dann ist das heute die einmalige Gelegenheit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Schön, dass Sie da waren. Stefan Meyer grüßen wir herzlich. Er wird in irgendeinem Flugzeug nach München fliegen, vor dem dritten Weißbier, verzweifelt. Aber da muss er jetzt durch. Und wir bedanken uns deshalb auch bei dem Gastgeber, dem Café Luitpold, wie immer. Und dir, lieber Christian, weiterhin viel Erfolg und uns mit dem Buch. Wir sind voll happy, es läuft gut. Und danke, dass du gekommen bist, diese Ochsentour. Du fährst jeden Tag in eine andere Stadt, Veranstaltungen, Interviews, ganz großartig. Danke, danke. Und ja, vielleicht nur als allerletzten Punkt, dass natürlich wir uns auch freuen, in Kontakt zu bleiben und wir das wirklich auch meinen. Ein Grund dieses Events ist ja auch, dass hoffentlich sich ein paar Leute hier kennenlernen, dass sie irgendwie auch ein paar Haken miteinander benutzt und vielleicht auch ein bisschen Serendipität hier passiert. Würde uns natürlich auch freuen und uns dann auch auf dem Laufenden haltet, falls was passiert. Und also freut mich, in Kontakt zu bleiben. Vielen Dank nochmal auch an Peter und einen schönen Abend noch. Dankeschön.